Schluss auf das Goal. In dieser jungen Linie der Gastrischer. Oh! Hey, ist noch Könitz! Ein Flop-Goal! In dieser jungen Linie der Gastrischer. Oh! Hey, ist noch Könitz! Ein Flop-Goal! Die erste Linie. Die zweite Linie ist natürlich auch gut bestückt mit dem Flümen. Fabian Michel, 2-0. Dagovi belohnt zum 2-0 oder belohnt sich selber. Ich glaube, Könitz. Gestartet, als es Könitz hat gemacht. Könitz sind gut beraten dran, jetzt hier sofort den Zacken zuzulegen. Und Tigers sind zurück. Anschlusstreffer. Rechts ist zu dem Treffer gekommen. Hier Freistoß vor Seite. Ball reingelegt. Das mal nicht bestraft. Könitzer Konter. Und ein Straf. Jan Zock gegen Siegenthaler. Er läuft an. Trüeis Könitz, Jan Zock eiskalt verwertet, lässt Siegenthaler keine Chance. Ja. Ist im Moment, dass die dritte Linie von Könitz klar besser ist als die dritte von Tigers. Pfostenschuss, Doscha! Und er setzt nachher. Der Nachschuss selber gut verwertet. Genialer Treffer. Und wie sieht man, wieso, dass er top nötig war. Tigers bleiben im Festsetzen. Freistoß vor Ecke. Bleiben hangen. Und eine 3-1-Situation. Kann Könitz etwas daraus machen? Ja, sicher! Es sind immerhin schon 35 Minuten gespielt. Ja, es ist ein Musterkonter, finde ich. Zalko reinlegt auf den Ledergeber. Der Ledergeber verliert. Aber der hat es wirklich sehr gut gespielt. Und ich bin überzeugt, wenn er andere Entscheidung getroffen hat, hat er wieder den Zalko reagiert. Und hier eine weitere Chance für Könitz. Genau, der Hutzli. Ja, Zalko Könitz hat das einfach sehr gut gespielt. Anschlusstreffer. 5-2. Man sieht es jetzt hier. Der Männer Maurer und Rolli Schmocker. Oder Rolli Schmocker, ein absoluter Boxplay-Spezialist. Logischweise der Männer Maurer, aber in Mitte dran. Ah, schön gespielt. Nummer 8. Nicht, das war immer im Powerplay, gewesen, aber natürlich unnötig. Und jetzt wieder vorne. Ja. 5-4, Tigers extrem gut abgespielt, das Riebka super in die Mitte, dort ist weit und breit keiner von den Roten. Noch ein bisschen unstrukturiert bis dahin, beide Mannschaften, ein Schuss vom Schmocker und wieder ein Konter, Schmocker fällt ins Hinger. Ah, das haben sie eiskalt gemacht. Schmocker eigentlich schon fast die Rechte können schießen, man sieht es hier, zieht nach Reichen. Ja, Patrick Heder zwischen den Beinen verwutscht. Ja, für meinen Geschmack liegt er ein bisschen früh. Wo jetzt nach 48 Minuten und 30 Sekunden ein bisschen beruhigen. Und aber dann überfallartig vorkommen. Der Flühmann sicher noch nicht sein bester Tag bis dahin. Ja. Und der Gefäller, schon wieder der Gefäller. 15-6 wieder in einer unnachahmlichen Art vor Seite reingezogen. Drei Schuss und es ist einfach alles ein bisschen. Die sind nicht zu weit aufgegeben, aber leider hat es nicht ganz geschafft. Ja, so einfach zu nehmen, wie es vielleicht ausgesehen ist. Da hast du absolut recht. Ja. Aber gleich, es ist halt so eine Chance, die du machen musst. Und jetzt macht der Maurer aus dem. Grösste Teil ist eigentlich. Ja, nicht ein grosser Faktor, aber dann, wenn es darauf abkommt, genau dann ist er eben. Okay, jetzt wissen wir, die feinen Wänge hat er auch. Schauen wir, was er bieten kann. Fleisch in mir Penalty natürlich. Doscha souverän bringt Könitz in Führung. 7-6. Ja, hat Backhand, Vorhand. Backhand, Vorhand und dann ist der Siegenthaler
Aufgabe her. Wo seine gute Leistung ebenfalls kann. Mit einem Penalty Goal super Leistung ausbauen. Auch sehr souverän, Ausgleich 7-7. Beides Mal mit Rückhand angetäuscht und Vorhand abgeschlossen. Hier vielleicht noch speziell. Wenn wir schon weiter muss einfach wissen, wo genau. Es sicher wichtig, wo die Vorhang ist. Also Hutzli. Stefan Hutzli, was macht er? Und ein sehr guter Penalty-Schütz, der Stefan Hutzli. Scheitert im Siegenthaler Backhand-Abschluss. Ja, aber hätte ich lieber Vorhand-Variante gesehen von Service muss man sagen, dass ihr schon manches Backhand-Goal gesehen habt, Penalty schießen, aber egal. Darum muss man reden. Der Gefäller, der anläuft. Ja, der Closer ist es, Yannick Closer. Genau. Im Dress von den Tigers. Was packt er für eine Variante raus? Die Fini oder die Knüppelhärte? Die einfache. Aber sie ist effizient. Go Tigers. Break. Sicher jetzt für Tigers. Der Jan Zoll kommt als nächstes. Das Mal hat natürlich alle ins Käsammeln das Goal schiessen. Wird sicher filigran versuchen. Der Zug ist souverän heute Abend, einmal mehr. Oh mein Gott, wie vernascht er den Siegenthaler. Sackstark von Jan Zug hier. Er antizipiert halt einfach unglaublich gut den Siegenthaler. Was machen die Tigers? Schießen sie im dritten Anlauf das dritte Goal oder scheitert der Siegenthaler am Meter? Das ist die Frage. Der Siegenthaler scheitert am Eder. Break ausgeglichen. Jetzt kann Königs vorlegen. Dani Herzog. Scheitert am Siegenthaler. Aber jetzt mit der Chance, wieder ein Break zu machen. Samuelsson hat er die Nerven. Genau. Klaas hat den Zweifel los. Hat er die Nerven? Er hat sie nicht. Er hat pariert. Oder der Ehre mit super Nerven. Er war wirklich bereit, hat den Move erwartet und war schon am richtigen Ort gewesen. Genau, hier mit Fuß. Oh, wir können jetzt den Penalty schiessen. Stock scheint gerichtet zu sein. Und er macht ins Kalt. Der Johansson. Jesper Johansson, drittes Goal im fünften Penalty-Anlauf, schön auf Vorhand und dann extrem platziert. Der Flügel macht sich gross. Flügel verschießt! Königs gewinnt den Match im Penalty-Schiessen mit 9-8. Der Redner hat geschmeckt.